Turbine Potsdam feiert den 45. Geburtstag und sie alle kamen aus der Welt des Sports, der Politik und der Wirtschaft. Und auch ehemalige Turbine-Stars ließen es sich nicht nehmen, am Freitagabend zur Festveranstaltung ins Prinz-Eisenherz zu kommen. Um ehrlich zu sein, ich habe in den 2 Jahren eine Menge Titel mit Potsdam feiern können und sportlich wahrscheinlich auch das beste Jahr in meiner Karriere. Es ist ein einzigartiger Verein, was so diese Herz und Leidenschaft irgendwie anbelangt. Das war immer als familiäre Situation beschrieben. So habe ich es damals die 10 Jahre auch empfunden. Wir waren als Mannschaft wahnsinnig eng beieinander. Wir waren nicht immer die beste spielerische Mannschaft, aber vom Charakter hat es immer gestimmt, läuferisch, Einsatz. Und ja, sicherlich in den Jahren hat es sich auch ein bisschen verändert. Deutlich mehr Ausländerinnen kommen auch dazu. Und mittlerweile ist es selten geworden, dass eine Spielerin mal 10, 17, 15 Jahre bei einem Verein bleibt. Aber das ist einfach die Zeit und die ändert sich. Und es ist schön, dass jetzt eine neue Generation da ist. Für den ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger hat Turbine Potsdam aufgrund der besonderen Geschichte und Tradition sogar eine Vorbildfunktion für den deutschen Fußball. Das war auch für mich immer wichtig, diese Einbindung in die gesamte Sportlandschaft hier, auch im Umfeld, über den Stützpunkt, über Olympiastützpunkt mit den großartigen Athleten, die auch aus der Leichtathletik, aus dem Kanusport und anderem kommen. Das heißt, das Ganze ist etwas Ganzheitliches. Es ist nicht nur wie bei vielen anderen Fußballclubs bezogen auf das Spiel, auf das Gewinnen und das Verlieren. Hier ist gesellschaftliches Engagement und das Ganze wird durch großartige Persönlichkeiten wie den früheren Ministerpräsidenten Platzek oder auch im Besonderen durch Bernd Schröder und alle, die dort mithelfen, getragen. Und das hat mir so unglaublich imponiert und hat mich zu einem wirklichen großen Fan von Turbine Potsdam werden lassen. Im deutschen Alphabet steht A immer noch vor E, also Anstrengung vor Erfolg. Und das haben wir von Anfang an gemacht. Es war eine schöne Zeit, es war eine schwere Zeit. Und ich bin dabei, gerade so ein paar Dinge niederzuschreiben, die über die Jahre passiert sind. Es sind Geschichten und es ist Geschichte. Wer seinen 45. feiert, der schaut gern mal auf das Geleistete zurück. Und natürlich wurde an die vielen nationalen und internationalen Erfolge des Vereins ausführlich erinnert. Im Mittelpunkt dabei die ehemaligen Spielerinnen, zum Teil sogar aus der Mannschaft der allerersten Stunde von 1971. Für mich war es eine sehr schöne Zeit, sehr erfolgreiche Zeit, habe eine Menge erlebt habe sie nicht bereut und ja, toll. Fast das Gleiche wie bei Bille. Ich muss sagen, ich habe mich riesig gefreut, dass es zur damaligen Zeit der Frauenfußball rauskam und wir konnten das, was wir zu Hause nur immer machen, nur offiziell machen im Spielbetrieb und das war einfach super gewesen. Es war für mich die beste Zeit meines Lebens. Alle Spielerinnen hier sind, es ist schon sensationell und das kann man ja auch nicht toppen, es ist ja auch gesagt worden, ich glaube, die Geschichte ist einmalig. Turbine Potsdam hat viel geleistet für den deutschen Frauenfußball und konnte zu Recht mit den langjährigen Freunden, Förderern und Unterstützern den Abend im Filmpark ausklingen lassen. Eine Frage blieb aber noch offen. Wird sich Trainerlegende Bernd Schröder wirklich nach dieser Saison komplett zurückziehen? Ich werde die Welt nicht retten. Und das ist das Wichtigste, dass man sich nicht so wichtig tut. Ich denke, meine Nachfolger sind gut beraten, erstmal alleine loszumarschieren. Dann muss man sehen, aber nicht am Anfang. Das wird seine Zeit dauern.